Wir waren an dem Ort, an dem der Waffenstillstand 1918 unterzeichnet wurde, in Compiègne. Und der Weg von diesem Tag bis zum heutigen, bis zu der Verpflichtung, uns gegenseitig beizustehen, ist nichts anderes als atemberaubend. Und danke, dass wir ihn gehen durften. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird scheinbar Selbstverständliches wieder in Frage gestellt. Wir werden hart daran arbeiten müssen, dass wir uns immer besser verstehen, nicht nur sprachlich, sondern auch mental und organisatorisch. Und dass wir uns gegenübertreten im Respekt vor der jeweils anderen Kultur und dies als Bereicherung unserer eigenen Kultur verstehen. Und dass wir möglichst viele Menschen auf diesem Weg mitnehmen und überzeugen können. Ich weiß, dass das ein mühevolles Unterfangen ist. Am Ende dieses Weges wird es aber eine unendliche Bereicherung sein. Ich möchte mich jedenfalls hier verpflichten, und das für die gesamte Bundesregierung, dass wir dies mit voller Kraft und mit ganzem Herzen tun werden. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Notre ambition commune, désormais, doit être que l'Europe soit le bouclier de nos peuples contre les nouveaux tumultes du monde. C'est cela notre défi contemporain. Ce sont ces nouvelles protections. C'est notre capacité à enfin expliquer, montrer et démontrer que l'amitié entre l'Allemagne et la France, que nos projets communs, que notre ambition pour l'Europe est ce qui protège vraiment et ce qui permet vraiment de retrouver le contrôle de nos vies et de construire nos destins librement choisis dans le monde qui s'ouvre. Nous aimons nos patries, nous aimons notre amitié même et ce qui nous unit. Et nous aimons l'Europe. Et parce que nous aimons, nous avons décidé de continuer à la faire avec force, avec enthousiasme, avec détermination. Vive notre amitié et vive l'Europe.